wahre Grillmeisterin sein sollst und würde nun gerne deine unglaublichen Filetsteaks probieren. Bereite eine Gruppenmahlzeit Filetsteaks zu und bring sie zu Yumi Sekimoto. Der Sim wird dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Werde ich mal an Angriff nehmen auch. Filetsteaks. Dazu müsste es. Na, ja gut, sie hat ja Zeit, also ja. Die arbeitet ja nur am Wochenende. Können sie mal die Reste essen. Hochperfekt. Und danach geht sie mal in die Stadt wegen Filetsteaks zum Zubereiten so. Ne? Oh, einen Grill haben die ja auf jeden Fall auch. Filetsteaks. Filetsteaks. Ach. Das ist ja super. Kann sie ja gleich mal machen, denn. Den brauchst du ja nicht mal in die Dings, in die Buchhandlung. Eine Gruppenmahlzeit, aber eigentlich. Ich weiß das nicht. Vielleicht muss man da irgendwie. Hoffentlich geht das auch. Weil so wie ich es gelesen habe, war das schon eigentlich schon richtig, so wie ich es letztens gemacht habe. Aber warum das nicht ging, keine Ahnung. Lizzie, machst du da? Hahn dran. Ich schicke Lizzie einfach mal schlafen. Weil, ja. Was will die denn? Nennt sie Landgrab. Was will die denn jetzt? Die Mutti, die kann dann Filetsteaks zubereiten. Meine Gruppenmahlzeit zubereiten. Filetsteak. Komm man. Alter! Was geht? So. Dass ich das überhaupt kann, das wusste ich gar nicht. Papa sehen. Ach, das ist ja gut. Das ist super. Der hat das fertiggestellt. Das ist super. Gemälde liefern. Alma Ray Tan. Ja, sieht nur gut aus. Kann er machen. Alter, wie die Alma da schon aussieht. Das will ich mal sehen, wie er denen das Gemälde bringt einfach. Oh, ich hab Hunger, Leute. Ich will auch was essen. Das war blöd. Ist hier am Pennen? Rex. Rex hat Hunger. Ja, der hat ja nicht aufgegessen. Oder der hat zwar aufgegessen und konnte nicht mehr essen, weil er nicht mehr drin war. Was? Mutti beschnüffeln. Ja, kann er später machen. Der hat erstmal so nix. Hahn dran, oh. Sonst geht das ja eigentlich alles noch. Na gut, Energie, aber. Was soll's, ne? Ich hab so einen Hunger, ey. Ich glaube, ich werde erstmal eine Aufnahme, gleich mal eine Aufnahmepause machen, was essen. Weil das ist doch krank eigentlich. Oh. Oh, wenn ich das schon sehe. Oh, wenn ich das schon sehe. Steaks und... Oh. Alter, was macht... Wie die das macht, ey. Das ist ja krass. Und da ging die mal rein, ne? Ach, stellt die nicht auf dem... Die stellt die bestimmt auf dem Kaffeetisch, ne? Auf jeden Fall. Jupp. Ausgezeichnet! Alter! Das ist ja super.
Dann ab ans Inventar damit, ne? Ah, geht doch! Juhu! Die kann's abliefern. Alter, ist das geil. Ich habe mal eine Gruppenmahlzeit zubereitet und abgeliefert, ey. Bin ja begeistert. Perfektionieren, das ist super. Arbeit vollbracht. 325 Simoleons. Mensch, hier kommt doch das Geld rein. Das ist doch super. Was will die denn? Nennt sie Landgrab. Ja, die kommt nicht rein, weil die Tür zu ist. Ist normal, ne? Dafür sind die Türen ja auch da, ne? So, ich muss erstmal wieder gucken, weil ich mich gerade ein bisschen gefreut, weil habe ich noch nie gekriegt. Rex Fall vom Stuhl. Was hast du denn? Energie. Ja, dann geh mal. Wie, du machst hier hin. So. What the fuck? Was? Ich habe 1000 Simoleons gekriegt für eine Gruppenmahlzeit an sich der Filetsteaks, die nur 40 Simoleons gekostet haben. What the fuck? Alter. Wie krank. Oh, ich will nicht über Essen reden, Alter. Ich hab Hunger. Schlafen, genau. Es ist wirklich nett von dir, deine fantastischen Filetsteaks mit Freunden und Nachbarn zu teilen. Aber du hast bestimmt nichts dagegen, ein wenig Geld damit zu verdienen. Nö. Hättest mir kein Geld gegeben, hast du ein paar auf die Fresse gekriegt, Alter, auf jeden Fall. Ich hab 1000 Simoleons gekriegt, glaube ich. Naja, welchem Video sehen wir nachher? Oder später. 12.000 Simoleons haben wir schon wieder. Können wir es ja bald mal richtig schöne dicke Karren leisten. Weil die... Was ist nicht schon wieder ein Auto in der Tasche, oder? Oder? Alter, was hat die denn für ein Auto, Alter, in der Tasche? Hat der ein Auto in der Tasche? Wieso hat der so viele Bilder in der Tasche? Kann er doch alle verkaufen. Was geht? Der schon. Der doch das Auto in der Tasche. Ich glaube das nicht. Der kann das doch abliefern, Alter. Mach das doch. Wo bist denn gerade? Oder wo ist er denn jetzt? Ach, der ist ja gerade dabei. 1284 Simoleons, Alter. Hier fließt ja das Geld, du Alter, meine Fresse. Das Bild, das du für Alma Wade gemalt hast, war fantastisch. Du hast genau die richtigen Farben gewählt. Viel Spaß mit dem Geld, du hast es dir verdient. 1200, du. Danke, Alma. Alter, von einem kleinen... Wie kann man 1000... Wo hat die das Geld her? Kriegt die das Taschengeld? 1280 Simoleons von einem kleinen Kind? What the fuck? Ich will es gar nicht wissen. Na gut. Dann gehen wir nach Hause, Alter. Ach, die hat gerade das Gemälde in der Hand. Das ist ja super. Dann gehen wir nach Hause. Was? Was macht die denn da jetzt? Hä? Was? Ach ja, die hat ja Dings Essen gebracht, ja. Muss aber auf Klo, Alter. Geh mal nach Hause. Ich bin auch zu Hause, ja. Essen und Hausaufgaben machen, auf jeden Fall. Ich höre mich zwar an wie ein Elternteil, aber... Boah, Spaghetti. Immer gut. Der Vater. Alter, der muss auf Klo. Auf jeden Fall. Sag jetzt nicht die Mutter auch, ey. Mutti, was ist los hier?
Ja, natürlich hatte ich auch Harngedränge, was in die Schüssel drücken will. Natürlich. Ja, Hygiene hat er auch. Das kann er gleich mal duschen. Ja, was stehen noch die Hände danach? Alter, sehr reinlich, ey. Meine Fresse. Das ist ja unnormal. So. Mal. Die Hausaufgaben machen sie zu. Danach kannst du dich mal ein bisschen beschäftigen. Und mal duschen, eventuell. Ja, was kann die Mutti noch machen? Hygiene ist gut, Spaß auch. Sieh mal Fadi aus. Die wollten doch noch ein Techtelmechtel machen, kann das sein? Joa. Auf jeden Fall. Tja, immer ran, ne? Immer ran an den Buletten. Och Mann, jetzt rede ich schon wieder von Buletten und von Essen und... Oh, ich darf nicht von Essen reden. Alter, du sollst mit dir ein bisschen Knickknack machen. So. Romantisch. Bitte nackt baden zu gehen. Ja, wenn Kinder und Teenager nackt baden. Flirten, genau. Romantisch. Händchen halten. Koketterwitz. Romantisch. Kompliment über Aussehen machen. Romantisch. Verliebt umarmen. Romantisch. Schüchterner Kuss. Romantisch küssen. Muss ja nicht reichen erstmal. Und wenn die denn nicht knacken will, dann weiß ich auch nicht. Sagen die Wufis? Die pennen, Lissi wird gleich wach. Oder bald. Bin noch am Hausaufgaben. Boah, das sieht ja gut aus. Alter, auf Klo. Sowas würde ich doch nicht auf Klo machen. Da würde ich mich irgendwie ja schon aufs Bett setzen oder... Ja, mich ins Schlafzimmer stellen schon. Ich will das gar nicht wissen. I, die hatte ihre Hand in den, in die Schulter drin. I, bar. Wie ekelhaft. Romantisch. Massieren. Romantisch. Wange streicheln. Habe ich eben auf ihre Brust geklickt? Das wollte ich gar nicht. Rumschmusen. Ja, super. Was? Als Freundin. Ja, hä? Ach so. Na, das ist eine andere Alte. Wollte schon sagen. Die will sich selber als Freundin gewinnen. Ich meine, das wäre strange. Wer klingelt da schon wieder um diese Zeit an der Tür? Das will ich gar nicht wissen. Sprechblasen? Hallo? Wir hatten geklingelt. Oder was der Nachbar? Oh. Ups. Ja, kann passieren. War ein Nachbar. Naja. Alter, wie groß das Gelände hier eigentlich ist. Krass. Ein Riesenhaus haben die gerade. Haben die da. Alter.
So, dann werden wir weitermachen hier. So. Voluminous. Romantisch. Kompliment über Aussehen machen, romantisch ins Ohr flüstern, romantisch. So. Müsste ja jetzt reichen eigentlich, ne? Aber das muss ich ja nicht gerade mitkriegen, dass die da ein bisschen Knickknack machen wollen. Das. Nee. Spaß ist ganz schön runter, dann werde ich erstmal. Fernsehen. Nee, Videospiele spielen. Ein bisschen zocken ist immer gut. Zwar bin ich dann PC-Zocker, aber. Ja, Konsole ist auch mal nicht schlecht. Wenn Nintendo DS als Konsole zählt, dann habe ich auch eine. Ja, also. Mehr habe ich da jetzt auch nicht. Alter, deren. Und Lizzie kann den dabei zugucken, das. Ja. Ja gut, die schläft, aber die fällt ja auch gleich wach. Ja, das. Ja gut, dass die Tür zu ist, ne? Aber wenn ich die stöhnen höre, dann. Ja, dann müsste ich das doch wissen, was sie da macht. So. Das sind wenigstens Ehepartner, die dürfen das. Das, ja. Nicht so wie Walle und Gronk, das. Das war auch eine Ausnahme. 400. Mutti war so Stuhl. Hatte mit Papa falschen Stein Techtelmächte im Bett. Ein romantischer, mit besonderer Sim ist immer eine. Ja, kenne ich. So. Was können die jetzt noch machen? Der hat Hunger, auf jeden Fall. Der kann mal. Was? Hallo? Hallo? Das ist super. Oh Mann, der muss schon. Ach, finde ich schon wieder mit Essen und mit der Magen knurrt schon wieder und. Ach, ich glaube, ich muss auch mal was essen, ganz ehrlich. Hygiene, die kann auch mal duschen. Ist auch anstrengend sowas und dann kann sie schlafen. Auf jeden Fall. Ja, wenn du im Bett liegst, denkst du am Schlafen natürlich, weil du müde bist. So Leute, ich werde erstmal speichern und endlich mal was essen, weil ich habe so einen Hunger gerade, Alter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut Leute, dann würde ich sagen, bis gleich. Gleich geht's weiter und ja. Tschüss. Hallo Leute. Mache ich denn jetzt schon wieder? Ach so. Ich wollte euch mal was erklären oder was zeigen, besser gesagt. Der Hund hat den Viereck ausgegraben. Nee, gut. Ja, ich wollte euch zeigen, was ich sehr unlogisch finde. Das ist das Unlogischste, was ich je gesehen habe. Der Hund ist egal, von wo der ist. Weil ich habe noch eine Familie, die ich offscreen spiele, gerade. Der hat mich was ausgegraben, was, ja, könnt ihr lesen hier.
Riesige Meteorstein. Wie schwer ist der? Ja, eine halbe Tonne. Über eine halbe Tonne wiegt der. Das ist schon alleine. Allein das ist schon unlogisch. Wie kann der Hund einen Stein ausgraben, der eine halbe Tonne wiegt? Wie? Erklärt mir das mal. Schreibt, knallt mir es in die Kommentare, wie das gehen soll. Das kriegt gerade mal ein kleiner Bagger hin. Ein kleiner Bagger kriegt das hin, aber nicht ein Hund. So. Zum anderen. Das Loch ist ja so winzig, quasi. Und dazu gehe ich mal woanders hin. Wie? Ach, das ist ein Baum, verdammt. Kann man das hier so? Wie zur Hölle kann der Hund? Wie? Den lasse ich den der Sommer nach Hause kurz, weil dann kann ich es besser zeigen. Beeil dich! Mensch, ich will nicht so lange rumhängen. Natürlich. Ein Hirsch. Nee. Ist mir wurscht. War ja eigentlich gar nicht geplant, dass ich jetzt nur einen kleinen Abschnitt noch mache. Weil ich will auch nicht, ich will mich ja auch nicht spoilern. Das ist blöd. So, dann kann der mal hier auf dem. Hier hingehen im Garten einfach. Geht der mal hier. Geht der mal hier hin. Alter, rennt doch nicht immer rückwärts. So ekelt das doch. Bitte was? Wieso? Was? Hey, was habe ich denn hier gemacht? Ups. Ups, sagt er. So. Ich habe, also. Jetzt gut, zieht euch das Ding mal rein. Wie kann der. Ich. Wie kann der. Da passt der fünfmal rein in dem Ding. Wie geht das? Wie kann er das aus so einem kleinen Loch holen? Was ihr ja gesehen habt. Das ist so klein, das Loch. Und so ein riesen Ding aus dem Loch holen? Wie geht denn das bitte? Und wie hat er das rausgezogen? Das ist doch. Ihr wisst ja, wie schwer das Ding ist. Das wiegt über eine halbe Tonne. Was geht? Ich meine, gut, das bringt jetzt 3000 Simoleons, aber. Alter! Was geht? Das ist so vollkommen unlogisch. Vollkommen unlogisch ist das. Ich verstehe es nicht. Wie geht denn das? Von den. Wie hat er das rausgekriegt? Vom Gewicht ganz abgesehen. Mit den Zähnen hat er es ja wohl kaum, also mit dem Maul hat er es ja wohl kaum rausgezogen. Alter, da brauchst du einen Kran für, ganz ehrlich. Um das Ding aus dem Loch zu heben. Das schaffst du so gar nicht. Wie hat er das gemacht? Hat er sich einen Kran besorgt oder? Ich weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich einen Kran gemietet und hat ihn da aus dem Loch gezogen, so. Wäre auch mal schön, ein Hund, der einen Kran bedienen kann einfach. Wäre auch schön, aber. Wie hat er das gemacht? Wie geht denn das? Ich weiß auch nicht. Ich lasse ihn erstmal da liegen. Gut, wollte ich nur gezeigt haben. Ja, weiter geht's mit einem Let's Play. Ich weiß auch, also mit dem. Mit der anderen Sache. Also, da quetsche ich das irgendwo hinten am Video ran. Muss ich ja nicht zwischenquetschen einfach. Wollte ich nur gezeigt haben. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Holz.